herzlich willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hier geht es um Karrierechancen für Fach- und Führungskräfte. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und mehr Informationen findest du auf berufspodcast.com. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du diesen Podcast bereits abonniert hast. Mein heutiger Gast ist viel auf großen Bühnen dieser Welt anzutreffen und er hat auch schon mehrere Bücher geschrieben und ich bin sehr, sehr froh, dass er heute hier ist. Das ist der Wolfgang Sonnenburg. Wolfgang, ich begrüße dich sehr, sehr herzlich beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Ja, und ich grüße dich, Christoph, und alle, die jetzt in irgendeiner Form oder später es hören. Genau. Und jetzt haben wir auch unsere Technikprobleme auch hoffentlich mal gelöst. Das ist gar nicht so leicht. Du bist gar nicht so weit weg. Ich habe gedacht, du bist irgendwo auf Übersee, aber du bist tatsächlich jetzt, glaube ich, in der Schweiz auch gerade anzutreffen. Dass man hier diese Verbindungsprobleme noch in der Schweiz hat, das ja, habe ich normalerweise nicht so oft. Aber gut, wir haben hier ein Monopol. Nicht? Das ist gar nicht so einfach hier. Der Wettbewerb ist nicht so stark. Die Hügel und dann die Schweizer mit ihren unterschiedlichen Kantonen. Vielleicht brauchen wir noch ein Visum oder so. Ja, genau. Wolfgang, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Und zwar bist du ein sogenannter professioneller Vorwärtsdenker oder Purpose-Hacker oder auch Unternehmerberater. Und bei dir finde ich eben total klasse, dass du dich mit dem Thema Purpose, das heißt auch Lebenszweck, beschäftigst und den aber auch kombinierst mit Wohlstand. Und das finde ich richtig cool. Du hast auch einen eigenen Podcast, der heißt Wolfgang's View. Also wer sich dafür interessiert, gerne mal da reinhören. Ganz toll. Und auch natürlich deine Bücher, aber die werden wir vielleicht später noch gerne etwas hören. Jetzt zum Anfang möchte ich dir auch meine erste Frage stellen. Und zwar, welche Überschrift würdest du wählen, wenn du heute einen Bericht über deinen Lebenslauf schreiben dürftest? Permanente Sinnsuche oder die Frage, worum geht es wirklich, wirklich? Das wirklich, wirklich Frage kam etwas später. Am Anfang war es mehr eine Sinnfrage. Wieso bin ich in diese Familie geboren? Wieso dieses Drama? Wieso habe ich es nicht besser? Weil es waren sehr, sehr viele Fragen. Warum, warum, warum? Also Kinder machen das generell, aber bei mir wohl auch noch etwas ausgeprägt, aber am Anfang etwas mehr auch mit dem Leid verbunden. Warum ist das hier alles so? So schön war das alles nicht. Und insofern, das Schöne zu entdecken im Leben, war dann eine große Geschichte. Und deshalb jetzt, würde ich sagen, konsequent immer, worum geht es hier eigentlich wirklich, wirklich? Und dann sind wir bei der Thematik Purpose. Super, wunderbar. Jetzt mal, bevor wir auch auf deine aktuelle Tätigkeit oder Tätigkeiten auch eingehen, was hast du mal ursprünglich gelernt oder auch studiert? Studiert habe ich Rechtswissenschaft, die Wissenschaft, wem man Recht verschafft. Sogar mit einer Fortbildung zum Fachanwalt für Steuerrecht. Also etwas, was meinem Purpose, zumindest von der Oberfläche her, überhaupt nicht entspricht, hatte auch ein großes Bürohaus in Hamburg, mehrere Etagen, Steuerberatung, Anwaltskanzlei. Aber so unglücklich damit, psychologisch würde ich wahrscheinlich akzeptieren müssen, ich wollte meinem Vater irgendwas beweisen, der meinte, aus mir wird nie was. Und deshalb habe ich an der richtigen Adresse mir eine große Fassade hingestellt. Aber mit dem kleinen Wölfi da drin, der was anderes in der Welt wollte, passte das überhaupt nicht. So muss ich das irgendwann mal oder habe mich entschieden, das radikal einzustampfen und dann weit über eine Million in die Miesen zu gehen und ein neues Leben anzufangen. Okay. Und wie kannst du deine berufliche Laufbahn jetzt so beschreiben? Da geht es mir auch ein bisschen um das Thema, was hat dich so motiviert? Was hat dich angetrieben? Was hat dich vorangetrieben? Also wenn wir das deutsche Wort Beruf mit Berufung nehmen, dann ist es das, was wir so neudeutsch Inner Calling nennen. Was kann. Und das muss doch irgendwie Sinn machen. Und das war ja ein Teil meiner Problematik mit der Juristerei, auch schon in der Ausbildung, was ich da hinterm Tresen alles gesehen habe. Es ging gar nicht so sehr darum, wie der Junge meinte, jetzt kann ich hier was für Gerechtigkeit tun. Wir waren in einem Whatever-Kampf. Du darfst die Wahrheit nicht sagen, du musst hier tricksen. Das war dann überhaupt nicht so meine Welt. Und im Prinzip können wir es ja zusammenfassen, speziell auf der Ebene der Dualität, auf der wir leben. Jeder Gedanke, jede Handlung unterstützt entweder eine Illusion oder die Wahrheit. Und mit dieser Warum-Frage
treibt es mich schon ewig. Was ist da eigentlich wirklich, wirklich? Was ist dahinter? Und insofern ein Wahrheitssuchender. Okay. Und das war das, was dich so angetrieben hat von der einen Position zur nächsten? Oder wie waren die Stationen? Wie hat sich das entwickelt bei dir? Ja, wenn ich auch, als ich das nun radikal eingestampft habe, weil ich wusste, ich muss da weg. Und dann bin ich ja da dann auch ins Network Marketing an der Stelle reingekommen. Und speziell Hamburg war das ja auch, ne? Ein Hamburger Anwalt macht nun sowas. Wie kann man denn nur? Aber wenn ich in die Purpose-Geschichte reinschaute, tiefer, auch in der Steuerberatung, mich hat es interessiert, wie kann ich Menschen helfen, aus einer Idee eine Firma zu machen? Wie kann ich Existenzen aufbauen? Wie kann ich in einer Freiheit leben? Wie konnte ich, wir hatten ja auch eine Finanzberatungsgesellschaft, Altersvorsorge betreiben? Das heißt, schon die Essenz in der Kanzlei war ja eine andere als Steuern ausrechnen. Und wenn du das alles weggenommen hast, nach außen sah es natürlich von der Fassade völlig anders aus. Aber es geht mir immer wieder nur darum, wie können Menschen aus ihrer Illusion rauskommen? Wie können sie in die Kraft kommen? Und das kann dann auch über Network Marketing gehen. Das kann theoretisch auch über eine Anwaltskanzlei gehen. Aber ich habe damals keinen Anwalt gesehen, der meinem Ideal, so möchte ich in 20 Jahren mal sein, entsprochen hat. An dem System so, ich musste da dann raus, aber immer konsequenter, wie kannst du in die Kraft kommen oder wie kannst du das, was du angesprochen hast, deshalb habe ich auch extra das hier hingestellt, wie kann man in dem oberen rechten Quadranten leben? Jetzt sagst du, jetzt habe ich dir das hingestellt, die Hörer können das nicht sehen. vielleicht kannst du ganz kurz mal diese Achsen und diese Pfeile vielleicht mal kurz darstellen, mündlich, weil eben der Hörer genau das nicht sehen kann. Ich habe irgendwann mal in dieser ganzen Thematik vielleicht noch eine ganze dazwischen geschoben, obwohl ich dann deutlich in den Miesen war, habe ich dann was anderes gemacht und wirtschaftlich sehr erfolgreich und irgendwann bin ich nach Gibraltar gezogen, Sonne, Wasser, Boote, das hat mich sehr gereizt und da saß ich dann aus diesem berühmten Affenfelsen und fiel in eine Depression. Denn so im klassischen Sinne hatte ich alles erreicht, was ich mir so vorstellen konnte als Beamtenkind und wofür noch aufstehen? Und da musste ich irgendwo in die Sinnfindung, Sinnsuche gehen. Und da entstand dann auch dieses sogenannte Purpose Finding, ein spezieller Prozess, den ich gemacht habe, und immer mehr auch konsequenter in die Arbeit zu gehen, worum geht es hier eigentlich wirklich? Und in diesem Falle, worum geht es in meinem Leben oder worum geht es generell im Leben? Und so komme ich jetzt hier zu diesem Chart, dass ich im Prinzip einfach erstmal auf der Ebene der Dualität haben wir verschiedene Polaritäten. Und so, da kannst du erstmal sagen, eine Linie, die waagerechte Linie hier, ist arm und reich. Das haben wir und wir kriegen die Pulle nicht weg. Dann habe ich die andere Linie und die habe ich jetzt hier in diesem Chart vertikal, ist, ich kann mein wahres Ich verleugnen oder ich kann es voll leben oder wie man im Englischen sagt, on purpose oder off purpose. Da bin ich auch sehr beeinflusst von der australischen Krankenschwester, die das Buch geschrieben hat, The Top 5 Regrets of the Dying. Bronnie Ware. Bereuen. Ja, genau. Und wenn du diese vier Quadranten dann nimmst, die sich durch diese beiden Linien ergeben, dann gibt es eine arm und nicht das wahre Ich-Leben. Dann gibt es eine reich, aber nicht die wahre Seele-Leben, intern Investmentbanker-Quadranten. Dann gibt es eine andere oben links, voll Purpose, aber arm, interne Bezeichnung Bettelmönch. Und dann gibt es den rechten oberen im Wohlstand und das wahre Ich-Leben. Und das, was ich von Religionen verstanden habe und in meinem Buch Millionaire Spirit, ist ja auch Yogi Bhajan, der ehemalige Oberguru von Kundalini-Yoga zitiert, der sagt, Reichtum ist wichtig. Und es geht darum, wir sind spirituelle Wesen und sollen uns die Erde und die Materie in dem Sinne untertan machen, dass wir lernen, sinnvoll damit umzugehen. Und wenn du die vier Quadranten nimmst,
und einfach mal da immer eine Linie in der Mitte ziehst und das verlängerst, dann würde es bedeuten, bei Armut und Off-Purpose noch mehr Armut und noch mehr Seele verkaufen, das kann doch kein Ziel fürs Leben sein. Gehst du in den Investmentbanker, und ich muss gestehen, so bin ich ja erst gegangen. Ich bin da in dem Arm und Off-Purpose geboren, das war mein Umfeld. Und so war die Lösung zunächst mal auf Kohle gucken. Denen schien es ja besser zu gehen. Und dann bin ich da auch hin. Das war ja auch deshalb die große Fassade an der Alster. Aber wenn du das konsequent weiterdenkst, mehr Geld für mehr Seele verkaufen. Mehr Geld für mehr Seele verkaufen. Und entweder wirst du stumpf dabei. Und die leben ja dann auch alle in einer großen Angst. Aber du lebst dich nicht. Und am Ende des Lebens scheint noch keiner gerufen zu haben, hätte ich bloß 1 Million mehr gemacht oder wäre ich bloß länger im Büro geblieben. Also das kann es alleine nicht sein. Und so bin ich dann darüber auch dann davon weg nach oben und sage, jetzt machst du mehr den spirituellen, Materie interessiert mich nicht mehr. Aber ja, dann nimmst du in gewisser Weise am Leben auf diesem Planeten nicht teil. Und wenn du das nennt sich auch Battlemensch, wenn du das konsequent weitermachst mit einer Linie, noch ärmer, zwar mehr Purpose, aber immer ärmer, und wenn, als Vision für die Welt, ja, wenn wir alle Battlemönche sind, wie leben wir dann und wo wollen wir dann noch betteln? Das geht dann von der Logik auch nicht. Also blieb dann letztlich ja nur noch der Quadranten übrig, hey, wie können wir leben? Und damit kommen wir natürlich auch zu einer Bedeutung des Wohlstandes oder auch des in Unternehmen Geld machen, um den Purpose besser leben zu können, um mehr Purpose zu machen. Und das heißt, so viel Wohlstand zu kreieren, wie es immer noch Sinn macht, den Purpose in die Welt zu bringen. Vielleicht können wir das dann auch entsprechend noch in den Shownotes nochmal verlinken. Ich finde das noch super, weil es ist ja ein Teil von deiner Win-Win-AG letztlich, oder? Ja, das ist eben, ich bin ein Vertreter dafür, dass wir eine Win-Win-Society möglich machen können. Aber da müssen wir vieles umdenken. Da müssen wir aus dem Spiel von Win-Lose oder Lose-Lose rauskommen. Und historisch gesehen haben wir nur im Überlebenskampf gelebt. Aber wir leben erstmalig. Und deshalb ist es wirklich, deshalb ist auch dieser Begriff New Humanity wirklich ernst zu nehmen. Oder vielleicht sogar erstmals Humanity. Weil wir müssen nicht mehr Überlebenskampf nehmen. Wir haben genügend Essen für alle. Wir haben genügend Geld für alle. Wir haben noch ein bisschen Schwierigkeiten mit der richtigen Verteilung, aber es ist genügend da. Das heißt, wir können eigentlich anfangen, uns mal eine andere Vision vorzunehmen. Welche Vision wollen wir eigentlich für die Zukunft? Und da vielleicht, wie ich sage, in dem Buch, das ja auch den Prozess mit beschrieben hat, wie ich in der Alster das aufgelöst habe, lieber die ganze Welt gegen mich als meine Seele, geht ja auch kurz darum, wirklich sich bewusst den Unterschied zwischen Schlaraffenland und Paradies zu machen. Schlaraffenland, wenn du irgend so einen beschissenen Job hast, den du gar nicht magst, dann träumst du vielleicht schon, ach, wann ist endlich Rente oder wann ist endlich Urlaub oder wann kann ich unterm Baum liegen und die Früchte fallen rein. Wenn du aber Purpose lebst, dann bist du es. Kein Baum, in der Natur, keine Pflanze kommt auf die Idee, es ist 12, Mittagspause. Oh, ich bin jetzt in Rente. Nein, Leben ist ein Tu-Wort. Du lebst es konsequent einfach weiter. Und das ist eben das Entscheidende, wenn wir wirklich in diese Natürlichkeit wieder reingehen. Und wir leben natürlich. Ja, und da können wir jetzt anfangen, mal eine Vision zu entwickeln. Wow! Wir hatten früher so einen Satz, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ne? Und das ist eben so, stell dir vor, es ist Frieden und wir gehen alle hin. Super, genau, so kann man das also wunderbar umdrehen, in eine sehr, sehr positive Art und Weise, genau. Mhm. Sehr, sehr schön. Denn historisch haben wir tatsächlich durch den Überlebenskampf, den wir hatten ja mangelnde Nahrung, wir mussten ja sehen, wie wir weiterkommen, haben wir natürlich dann auch von Krieg und auch von Krankheit gelebt. Das ganze Krankheitssystem, was wir haben. Und wenn wir konsequent auf Frieden setzen und auf Gesundheit, von Prävention und sowas, dann können wir einen viel größeren Wohlstand kreieren, weil wir aus diesem Destrukt permanenten Zerstören raus sind. Genau.
Sehr, sehr schön, super. Jetzt haben wir schon ein bisschen so rausgehört, aber vielleicht kannst du es auch noch selber beschreiben, ein bisschen besser. Und zwar, warum bezeichnest du dich jetzt auch als Purpose-Hacker? Ach so, Hacking ist gerade so in, nicht? Und ich war bei 40 Years of Zen, bei den, geht ja da fast in Silicon Valley um vieles mit Hacking. Dann gibt es Biohacking und immer wieder, und meine Hauptaufgabe scheinbar, und auch eine besondere Gabe, ob ich nun Unternehmer berate oder in anderen Situationen bin, und sage, Moment, worum geht es hier wirklich, wirklich? Und das runterbrechen, weil wir meistens alle in einem Nebel rumlaufen und nicht ganz klar sehen, worum geht es. Warum machen wir dieses Gespräch? Warum machen wir dieses Telefonat? So klassisch, ich muss noch Paul anrufen. Aber warum muss ich ihn anrufen? Was will ich ihn? Was ist das gewünschte Ergebnis? Und das habe ich eben auch gemerkt, wenn ich mit in einer Firma zum Beispiel mit einem Team zusammensitze, leitende Leute, die irgendetwas Neues haben, neues Produkt oder machen wollen. Meine Hauptaufgabe letztlich war immer wieder, worum geht es wirklich, wirklich? Und alle Coaching-Arbeit ist, zu helfen, genau an den Punkt zu kommen, worum geht es wirklich, wirklich? Dann können die in ihrer Firma das dann sowieso alles besser, als ich sie von außen könnte. Aber wirklich auf den Punkt kommen, um den es wirklich geht, das haben wir ja nicht gelernt. Das wird uns zu Hause im Regelfall nicht beigebracht. Hör auf zu fragen, musst du nicht mehr lernen. In der Schule sprich nicht mit deinem Nachbarn, bloß nicht zusammenarbeiten, keine richtigen Fragen lernen, sondern die ganze Schulausbildung ist, hast du die richtige Antwort bis dahin, dass manche es erlebt haben, dass du in Mathematik das richtige Ergebnis hattest, aber den falschen Weg, der gefiel dem Lehrer nicht. Und das habe ich im Studium auch gemerkt in Diskussionen. Manche Professoren oder Richter kamen überhaupt nicht damit klar, wenn ich einen Weg hatte, den sie nicht kannten. Und einige wenige waren davon angetan, dass es auch andere Varianten gibt. Aber es war immer wieder eine Diskussion, worum geht es hier eigentlich wirklich, wirklich? Warum macht jemand das? Was ist das Problem? Im Seelebuch habe ich ja auch über die Mütter in Gaza und Mütter in Israel gesprochen. Alle träumen davon, dass ihre Kinder in Frieden und Prosperität aufwachsen und erziehen sie dazu, Steine zu schmeißen. Das passt doch alles nicht zusammen. Worum geht es hier wirklich, wirklich? Und dann kommst du an die Schmerzen ran, etc. Und dahinter das, was wir wieder eigentlich wirklich, wirklich wollen. Ja, okay. Und was kann man jetzt wirklich, wirklich von dir lernen? Ich bin nicht so versessen zu sagen, dass man von mir so viel lernen kann. Natürlich, wenn man sich nie damit auseinandergesetzt hat, das ist ja so wie beim Fitnesstrainer. Was kann man von einem Fitnesstrainer lernen? Ja gut, er kann vielleicht Geräte schneller, er hat Techniken drauf, er kann drauf achten. Und insofern ist es eben ja oft, dass der Fitnesstrainer einen durch etwas durchbringt. Also ich brauche den Fitnesstrainer nicht in erster Linie, damit ich auf die Idee komme, Sport zu machen. Das muss ich schon selber tun. Ich muss mich selber weiterentwickeln. Aber ein guter Personal Trainer, in welchem Bereich auch immer, ist jemand, der dann, wenn du das erste Mal stöhnst, nicht gleich aufgibt, sondern durchbringt durch die Angst. Dir hilft, da durchzugehen, mit dir durchzugehen. Und weil ich in meinem Leben durch extreme Tiefen auch gegangen bin, wir haben ja nur immer schon Millionen miese, sowas einzustampfen, das Leben anders zu machen, da kann ich Menschen schon, denke ich, helfen, runterzubrechen, worum geht es hier wirklich, wirklich? Was willst du wirklich, wirklich? Ich habe ja auch nur noch Fortbildungen von Meditationen und Hypnosen und sowas alles gemacht, um auch Programme schneller ändern zu können. Aber dann eben auch zu begleiten dahin, wo sie hinwollen. Das ist eigentlich das Wichtige, transformative Prozesse mitzugestalten. Okay, super. Und was rätst du jetzt einem Menschen, der eben erfüllt und erfolgreich sein will? Also wirklich in diesem oberen rechten Quadranten, wie wir gesehen haben vorher, dass er wirklich on purpose ist und damit auch den Zweck erfüllt, aber dann auch entsprechend auch reich ist, ja, auch an Geld am Schluss, oder? Ja,
Also es ist ja so, mit dem Wording raten, nicht? Auch ein Ratschlag kann ein Schlag sein. Mir geht es eigentlich darum, das haben wir eben auch schon so, die Wahrheiten immer rauszufinden. Ich zeige gerne auf, was ist und mache Licht. Und dann muss mein Klient oder wer auch immer oder auch Zuhörer in einem Vortrag müssen dann selber entscheiden, was sie machen. Und im Millionär-Spirit-Buch gibt es das 7-Punkte-Erfolgsprogramm und Punkt 1 ist, eine Entscheidung zu fällen und sich das einfach bewusst zu machen, um gar nicht mit dem Tun anzufangen. Das ist sowieso, kommt erst auch im 7-Punkte-Programm an 5. Stelle. Also wenn man im oberen Quadranten leben will, dann muss man sich dafür entscheiden, eine Entscheidung fällen. Und eine Entscheidung heißt trennen. Dann musst du dich auch logischerweise von Dingen trennen, die nicht dahin passen. Und da fängt dann der Konflikt an. Ich möchte abnehmen, aber das will ich noch essen. Geht dann möglicherweise nicht. Und insofern ist vieles ein Bewusstmachungsprozess und jeder entscheidet. Und es ist überhaupt nicht mein Recht oder mein Ansinnen, für jemand anders zu entscheiden oder in dem Sinne zu raten, sondern aufzuzeigen, möglicherweise die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, und dann wähle bitte. Es ist nicht mein Job, die Verantwortung dafür zu übernehmen, aber so viel Licht wie möglich zu machen. Mhm. Sehr, sehr schön, wunderbar. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen auch an dich als Person. Und zwar, kannst du heute wirklich jeden Tag das machen, was du am liebsten machst und auch am besten kannst? Also ich bin noch nicht heilig gesprochen, ne? Also von der Theorie her kann das ja jeder. Aber ich arbeite auch noch daran, wenn wir jetzt auch noch eingehen in kollektives Unbewusste, diese Felder, die Familienfelder, wenn du in Aufstellungen in Hellinger reingehst, oh Gott, was meine Ahnen da alles verzapft haben an Feldern, in denen ich drin hänge, meine Muster und Schwüre, die ich mir in meiner Jugend reingehauen habe. Also ich bin permanent in diesem Cleaning-Prozess drin und kann insofern sagen, es gab mal so eine Klausthaler Bierwerbung, nicht immer, aber immer öfter. Schön, wunderbar. Jetzt habe ich natürlich auch einen Spezialisten hier, das fragt mich total, und zwar Spezialisten, wenn es um das Thema Purpose geht, das heißt Life Purpose und Bestimmung, Berufung. Was würdest du als deine Berufung oder auch deine Bestimmung beschreiben? Also ich habe ja bei Purpose auch eine Definition, die nicht so allgemein gesehen wird. In Amerika sagt man zum Beispiel auch, du sollst dich mal 3 Tage zurückziehen und dann deine Bestimmung festlegen oder den Purpose festlegen. Purpose habe ich gewählt, weil ich kein richtiges gutes Deutsch dafür habe, weder Zweck oder sonst was. Es kommt für mich Essenz am nächsten. Was bin ich? Und deshalb sage ich ja auch, du musst ihn entdecken, aufdecken, deinen Purpose. Also wenn du Apfel bist, bist du Apfel. Und der Purpose des Apfels ist, der beste Apfel zu sein, der du sein kannst. Und nichts weiter. Das ist es. Aber sei ein Walnussbaum und blühe. Mach auch Walnussbaum und guck nicht links und rechts und erschrick dich nicht, dass Büsche kleiner sind oder Gras noch kleiner. Krieg kein Minderwertigkeitskomplex, weil du rausragst, sondern lebe dein Naturell. Dann kommt dann noch was weiter. Wenn du den Purpose entdeckt hast, dann kommt das, was ich dann nenne Vision. Vision hat ja was mit Sehen zu tun. Wenn du wirklich deinen Purpose voll auslebst, was siehst du dann? Und das kann was Kleineres sein. Das kann sein, dass eine kleine, meine ich jetzt, wie viele Menschen beteiligt sind. Es kann eine Mutter sein, die sich nur um ein Kind kümmern will. Und das ist ihre Bestimmung. Es kann aber auch sein, dass jemand sagt, vielleicht Herr Zuckerberg, ich muss 2 Milliarden Menschen zusammenbringen für etwas. Aber das ist die Vision, die man sieht. Und eine Vision kann etwas sein, was auch in diesem Leben nicht mal mehr von dir erlebt wird, sondern vielleicht nur die Richtung vorgibt. Und dann kommt die Mission, das, was tue ich, um in Richtung Vision zu kommen, Realisierung der Vision zu machen. Und das können verschiedene Dinge sein. Aber wenn du deinen Purpose kennst und eine Vision hast, dann kannst du unheimlich viel leichter durchs Leben gehen, weil ich bei jeder Mission, bei jedem, was ich mache, sofort spüren kann, kommt das hier von meinem Herzen, brenne ich dafür?
geht das in Richtung Vision oder nicht? Und dann kann ich es lassen, kann ich es getrost lassen. Mhm. Also als Walnussbaum muss ich mir keine Sorgen zu machen, dass meine Äpfel so mickrig sind. Ja? Mhm, genau. Ich bin Walnussbaum. Absolut. Und was ist jetzt deine, wie beschreibst du deinen Purpose? Es gibt so zwei Formulierungen, man kann das runterbrechen, weil Essenz und die Schwingung, die Frequenz ist ja nicht so einfach in Worte zu fassen. Und der echte Essenz ist ja auch etwas, was in der Non-Dualität existent ist. Und wenn wir es in Worte fassen, sind wir immer auf der dualen Ebene. Aber wir kommen dichter daran. Also ich habe eine englische Version in Anlehnung an Kevin McCarthy, der auch so Purpose-Arbeit gemacht hat. I serve the world by creating awareness. Und das ist, was ich mache, besagte Lichtern machen, dass die Leute sehen. Weil sie können nur wirklich freie Entscheidungen fällen, wenn sie emotional frei sind und wenn sie überhaupt die Wahl sehen. Sonst können sie sich gar nicht frei entscheiden. Und mir geht es darum, dass Menschen authentische Entscheidungen treffen können. Nicht, dass ich ihnen das vorgebe. Ich möchte sie, meine Vision ist eine Welt voller Menschen, die in der Lage sind, alles zu sehen und dann frei zu entscheiden, was immer sie dann entscheiden. Und in einer deutschen Version heißt das so, ich ermutige mich und andere, ihren Platz im Leben einzunehmen. Und dafür bin ich der Herzbaum. Das heißt, bei mir spielt sehr viel eben diese, und das heißt ja auch Purpose, was, wofür brennt dein Herz, ne? Herzbaum und Baum heißt, ist so ein Auftrag, ich soll eigentlich mehr sesshaft sein und von dort aus die Vögel, die Früchte in die Welt tragen lassen. Sehr schön, wunderbar. Sehr, sehr schön. Und jetzt, wenn du mit dem ganzen Wissen von heute so zurückgehen würdest und dem 20-jährigen Wolfgang noch etwas ins Ohr flüstern könntest, was wäre das? Was würdest du ihm noch ins Ohr flüstern? Zögere nicht so lange. Leb konsequenter. Mach dir noch weniger Gedanken darüber, was wohl richtig falsch ist. Universum kennt das ja alles nicht. Sondern spüre und folge deiner Intuition. Super. Sensationell. Jetzt hast du selber auch drei Bücher geschrieben. Vielleicht kannst du dazu, du hast ein bisschen schon das auch angesprochen, aber vielleicht doch noch kurz was dazu sagen. Und vielleicht hast du auch noch das eine oder andere Buch oder auch Hörbuch, wo du hier noch gerne empfehlen könntest. Ja, also mein erstes Buch, Millionaire Spirit, und da stecken verschiedene Sachen drin. Einmal die Materie, Geld, es ging da um Geld, wie handle ich Geld, Basics, das heißt eigentlich Basic Millionaire Spirit. So nach dem Motto, wir stolpern im Wald nicht über die großen Bäume, sondern über kleine Gestrüpp. Und ich bin eben auch lange in die Falle gegangen, was muss ich jetzt Besonderes lernen, um am Aktienmarkt oder sonst wo zu bestehen? Dabei, um wirklich wohlhabend zu sein, geht es um ganz einfache Prinzipien. Und wenn man die einhält, kommt man nicht drum rum, dass man wohlhabend wird. Und dann auch dieser Spirit eben auch, da sind wir schon bei dem Quadranten oben, Spiritualität und Materie gehören zusammen. Es ist nicht ein Widerspruch. Und wir sind da im Gegensatz, wenn du Dualität nimmst, Geld und Nicht-Spiritualität, das gehört ja nicht zusammen, sondern Spiritualität und Nicht-Spiritualität sind die gegensätzlichen Pole, ne? Oder Reichtum und Armut. Und da sind wir von vielen Sprüchen von Kirchen, Predigern, Eltern und so weiter eben nach weißen Sand geschickt worden, auch dieser nicht. Eher geht das Kamel durch das Nadelöhr da, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Aber das war ein Tor in Jerusalem. Aber es wird uns so vieles Unterschiedliches transportiert. Also auch da wieder die Wahrheiten zu lernen. Die Anbetung des Geldes ist Nonsens. Die Anhäufung oder Menge Geld bewegen. Mutter Teresa hat Millionen, zig Millionen bewegt. Warren Buffett, Milliarden und ist trotzdem ein bescheidener Mann. Aus meiner Sicht ein sehr spiritueller Mann. Aber der würde das vielleicht nie so sagen. Also das richtig in den Einklang zu bringen, darum geht es auf der einen Geschichte. Und dann das andere Buch, das geht so ein bisschen in Inspiration rein. Ich glaube, wenn wir alle wach werden und auch die morphogenetischen Felder des
kollektive Unbewusste verstehen, wie wir an diesen Strippen hängen, aber dass wir die Felder bestimmen durch unsere Art des Denkens, Fühlens etc., je bewusster wir werden, können wir gemeinsam alle Felder ändern. Und es gibt auf der Welt schon so viele positive Strömungen und deshalb ist so der Gedanke am 7. Mai, was wäre, wenn am 7. Mai alle positiven Strömungen mal sichtbar wären? Denn unsere Nachrichten penetrieren uns jeden Abend das Drama. Da ist ein Bus in der Türkei umgekickt. Was soll das jetzt für mich bedeuten an Informationen? Wo soll ich mich danach richten? Das heißt, nichts, was wirklich zukunftsweisend für Verhalten ist, wird da richtig demonstriert. Und alle Positiven muckeln irgendwo, machen so viel Positives, aber sprechen häufig nicht miteinander. Ich habe in Jerusalem, weil mir das am Herzen liegt, da auch, das sind ja nun die drei Hauptreligionen, die von Abraham abstammen, die sich da auch bekämpfen. Und dann gibt es so super Interface-Organisationen, die so tolle Arbeit vor Ort machen. Ich habe letztes Jahr 4 besucht, aber die reden nicht miteinander. Jeder macht so seins. Und wir könnten doch mal viel mehr Synergien schaffen. Und das Beste kommt noch, so heißt das Buch für den inspirierenden Gedanken. Wenn wir das verstehen und aus diesem destruktiven Kampf rauskommen, aus diesem Überlebenskampf rauskommen, das, was wir von Quantenphysik heute verstehen, wenn wir uns verständigen, können wir einen Wohlstand kreieren, den wir bisher nicht mal denken können. Und das müssen wir anfangen zuzulassen, dass was super Tolles kommt, obwohl ich es noch nicht denken kann. Wenn du 150 Jahre zurückgehst, also ich sage das jetzt aus deutscher Sicht, weil ich ein deutscher Jurist war, aber ich in der Schweiz, das ist es ja ähnlich. Hättest du vor 150 Jahren jemandem gesagt, Armut bedeutet einen nicht findbaren Farbfernseher, fließend Wasser und eine eigene Toilette in der Wohnung zu haben, die hätten dich nur mit großen Augen angeschaut und überhaupt nicht gewusst, wovon du redest. Und das ist heute Armut. Und deshalb werden wir auch in vielen Jahren eben jetzt, und da kommen wir auch dann eben durch die künstliche Intelligenz ja noch viel schneller hin, als vor einiger Zeit noch gedacht. Und deshalb ist das andere Buch für mich auch so wesentlich. Einmal der Prozess ist da ein bisschen beschrieben, wie ich aus Hamburg ausgestiegen bin. Lieber die ganze Welt gegen mich als meine Seele, weil ich irgendwann gesagt habe, ich muss das alles einstampfen, auch wenn ich den Rest des Lebens von Sozialhilfe lebe, aber ich will meine Seele nicht mehr verkaufen. Und da geht es um die Polarität Armut, Hochmut, arm an Mut und Übermut in dem Sinne. Und in der Mitte ist Demut. Demut nicht im Sinne, ich muss mich demütigen lassen oder bin jetzt ein Underdog. Das passt zwar dann zusammen, was es eigentlich bedeutet, die Realität anzuerkennen. Was ist? Da gibt es universelle Gesetze und da musst du dich nicht drüber hinwegsetzen, bringt nicht viel. Lerne, das zu verstehen und mit der Realität zu leben. Und da kann ich dann auch das Buch empfehlen, es gibt so viele super Bücher, immer je nachdem, wo man gerade steht im Prozess. Aber eins, was mir sehr hilft und ich jetzt gerade auch als Feedback von anderen bekommen habe, dass es hilft, die Welt sich zu verändern. Denn wir müssen ein anderes Weltbild haben. Wie früher von Scheibe zu ungefähr rund, brauchen wir jetzt ein ganz anderes Weltbild, wenn wir anders zusammenleben wollen. Und der Professor Yuval Noah Harari, übrigens lebt er noch in Jerusalem, der hat Homo Sapiens geschrieben, Homo Deus, wo es hinten kann, und dann die 21 Lektionen fürs 21. Jahrhundert, wo es jetzt hingehen kann. Und dass sich jeder bewusst macht, draußen nichts im Universum hat eine eigene Bedeutung, gar nichts. Alles, was an Bedeutung da draußen du denkst, hast du selber gegeben. Und das finde ich an ihm so schön. Er zeigt Szenarien auf, wie sie kommen können, ohne dass ich das Gefühl habe, er will mir eine Wertung aufdrängen. Sondern einfach nur die, so läuft das gerade. Und ob du den Wandel magst, jo, das ist dein Ding. Aber er findet statt. Und lerne mit dem Wandel zu leben. Und es wird einige hart treffen, die in der Illusion
des Alten verbleiben wollen, auch als die Dampfmaschine eingeführt wurde, haben viele Extremen dafür gekämpft. Heute will keiner mehr zurück. Aber die Angst, und da muss unsere Gesellschaft besser werden, die Transformationen besser zu machen. Nicht die Gewerkschaften gegen Arbeitgeber, die gibt es ja fast kaum noch. Auch in deutschen großen Konzernen sitzen auf der Arbeitgeberseite nur Angestellte. Dass wir wirklich lernen, Evolution, die klassische Evolution ist vorbei, das Langsame. Es geht jetzt rapide, ob es Homo Deus ist oder was wir in Silicon Valley oder was wir für Sprünge machen werden. Und deshalb ist wiederum Seele, das Innere, bei sich zu bleiben, wird eine viel größere Bedeutung kommen. Also ruhiger, zentrierter, Sonnenburg muss vielleicht mehr Baum sein, aber draußen muss es viel schneller gehen. Also wie beim Fußball zu kapieren, wir müssen vielleicht gar nicht so viel laufen, aber der Ball muss schneller laufen. Wunderbar. Vielen, vielen herzlichen Dank für die wunderbaren Worte. Das ist sensationell. Wenn jetzt jemand sagt, ich würde mich gerne mal mit dem Wolfgang auseinandersetzen, würde vielleicht mal in deinen Kurs kommen oder mich von dir coachen lassen, wie auch immer, wie kann man Kontakt jetzt zu dir aufbauen? Am besten kann man sich ein Bild machen, schon über die Webseite wolfgangsonnenburg.com. Das ist so eine hat Selbstdarstellung, da kann man sehen, macht er so. Natürlich heute modern ist eben auch Facebook oder sowas einfach eine Message schicken. Das ist ja alles ganz einfach. Und sich dann auf der Webseite vielleicht einzutragen in den Newsletter, dann kriegt man regelmäßig Ideen, Gedanken, die mir gerade so im Kopf rumschwirren. Und wenn davon was Passendes dabei ist, wunderbar. Super, wunderbar. Bist du auch auf LinkedIn und Xing oder nur Facebook? Ja, ich habe da auch ein Profil, aber ich gehöre noch so einer anderen Generation, ich habe mir noch nicht angewöhnt und ich habe keinen, der sich darum kümmert, das intensiv zu machen bisher. Wird vielleicht, wenn ich sesshaftiger ich werde, ein bisschen anders werden, um darüber zu kommunizieren. Aber darüber kann man mich auch zum Anschreiben und Nachrichtenkontakt aufnehmen. Okay, aber zuerst mal wolfgangsonnenburg.com und Facebook und sonst auch, wenn man will, Xing und LinkedIn zum Anschreiben. Ja. Mhm. Super, wunderbar. Herzlichen Dank, Wolfgang, hat mir super viel Spaß gemacht, dass du deine Gedanken hier mit mir oder mit uns hier geteilt hast. Finde ich sensationell und ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Alles Gute, besten Dank. Ich danke dir, Christoph, und dass du auch so pünktlich on time bist, dass ich gleich ins nächste Klientengespräch gehen kann. Danke dir. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Du hast noch einige wertvolle Anregungen? Du willst mit meinen Gästen in Kontakt treten? Du suchst noch deine Berufung? Du willst einfach einen Job haben, der deinen Fähigkeiten wirklich gerecht wird? Dann freue ich mich sehr über deine Kontaktaufnahme auf berufspodcast.com. Servus und bis bald. Dein Christoph.